Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, heute mal. Ich weiß nicht, bei welcher Sicht. Ich weiß nicht, ob er es auch hochlädt, aber er nimmt heute mal mit auf. Und ihr könnt ihn dafür zuflammen, wenn das nicht hochlädt. Bin ich verkackt, der Fall. Ja. Was wahrscheinlich sogar der Fall sein wird. Ja. Ach, komm schon. Du Männer. Leute, was mich mal interessiert, ob das hier geht. Warte mal kurz. Haben wir hier einen Block, den ich hinsetzen kann? Möglichst einen, den ich gut abbauen kann. Ja, hier das zum Beispiel. Warte. Pass auf, wenn ich mich jetzt ins Bett lege. Na super, und? Ich seh nicht, wo ich liege. Du liegst perfekt im Bett unter dem Block. Echt? Bei mir lag ich in der Kiste. Also du bist auch so eine Kiste. Egal, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren, glaube ich, das letzte Mal im Nether. Ja, waren wir. Und Pascal hat Sachen abgestaubt. Ja, ziemlich viele sogar. Ziemlich gute Sachen vor allem. Wollten wir jetzt nochmal in den Nether gehen? Oder wollten wir was bauen mit dem Netherzeug? Oder wollten ich glaube, also zum Bauen mit dem Netherzeug fehlt uns noch ein bisschen was. Okay. Also würdest du sagen, wir gehen nochmal rein und... Ja, zumal wir die Festung letztes Mal haben wir nur zur Hälfte gemacht, nur die eine Seite. Richtig, richtig, richtig. Also, wenn du möchtest, kannst du bauen. Also, ich würde in den Nether gehen. Du kannst natürlich auch in den Nether gehen. Alles klar. Genug Essen habe ich. Tu mal die Pilze weg, die brauche ich gerade nicht. Vielleicht kannst du später irgendwas mit den Pilzen anfangen. Ja, Pilzsuppe. Wie gesagt, ich finde Pilzsuppe immer noch voll ineffizient, aber... Ja, die Eier heben wir jetzt auf, ne, wegen, Kürbiskuchen. Oh, ich kann gucken, ob der Kürbis gewachsen ist. Das wäre natürlich eine Idee. Ich sammle in der Zeit mal kurz die Eier ein. Ja, mittlerweile brauchen wir. Ich finde es gut, dass wir das Portal so weit weggebaut haben, weil sonst gäbe es die ganze dieses. Ja. Ach, hier ist ja gar nichts mehr sonst. Oh, warte mal, ich kann eine Verzauberung machen mit dem nächsten Level. Dann habt ihr nicht Level 20 oder rentiert sich das nochmal? Nein, Level 30 rentiert sich am. Obwohl, ich glaube, Level 28 bis 30 ist genau das gleiche. Aber 30 findest du halt immer. Ja gut, dann wenn wir aus dem Meta kommen, haben wir ja bestimmt wieder ein bisschen XP. Ja, denke ich auch. Wenn du dich wieder mit den Skeletten und alles anlegen wirst. Ja genau, war ja auch Absicht. Letztes Mal, als ich voll erschrocken bin, dass du ein schwarzes Skelett und jemand. Ach guck mal, da ist schon wieder ein Huhn ausgebrochen. Es tut mir leid, Huhn, aber wir haben hier strikte Richtlinien. Es ist Ausgehverbot um die Zeit. Es ist Nachtruhe. Ja, ich muss sagen. Apropos, wir müssen noch einen Screenshot machen, ne? Nicht vergessen. Stimmt, ja, im Nether, genau. Aber den machst du ja, also. Ja, ich glaube, aber den machen wir nach der Aufnahme. Weil sonst hab. Ich weiß nämlich nicht, ob ich, wenn ich einen Screenshot mache. Deine Aufnahme scheiße machen. Ob das oben links noch drin ist, die Aufnahmeanzeige. Ja. Das weiß ich nämlich nicht. Das müsste ich dann. Ja, ich drück einfach jetzt mal F2. Screenshot wurde gespeichert. Wenn ich jetzt Escape drück, weiß ich halt nicht, ob. Ja, das ist halt dann blöd für die Zuschauer. Weil sie dann nämlich nur das Pausenmenü sehen. Dann sehe ich noch, ob die Kartoffel fertig ist. Gelbes Ding müsste zu sehen sein, ziemlich groß. Würdest du dann jetzt mal endlich kommen? Ich warte schon vom Höllenportal auf dich. Ja, ich suche gerade den Kürbis. Das hat mich sowieso gewundert, wo du den hier gepflanzt hast. Ich hab den bis jetzt noch nicht gesehen. Irgendwo sein. Dup. Oh Gott, Napo. Wo ist er? Ich hab keine Ahnung. Wo ich sehe dich jetzt. Da hinten ist er. Dahin. Wo sind wir hier Karotten baden gegangen, naja. Gottes Willen, Napo. Ernsthaft jetzt. Ja, die sind jetzt halt weg. Ist das der Kürbis? Kann ich das nicht wieder abreißen? Was? Den Kürbis. Du kannst den Kürbis abbauen. Die Kürbispflanze nicht. Oh, das also kannst du schauen, ob die geht dann kaputt. Warte mal, das wächst hier eh nicht auf kein Wasser mehr. Dann ist halt kaputt. Wo hab ich ne. Ich könnte schwören, ich hab hier irgendwo einen Kürbis hin. Ah, ich glaube, das ist er, oder? Kann der das sein? Ach, ich komme. Ich will den jetzt halt rausrupfen. Warte mal, wir können doch einfach. Hast du Knochen? Nein, nicht dabei. Ja, ich geh schnell Knochen holen, das gibt's ja. Du weißt, dass du den nur, dass du die Pflanze nur zum Wachsen bringen kannst, aber nicht, dass ein Kürbis rauskommt. Ja, aber dann sehe ich, dass es ein Kürbis ist. Oder nicht? Das könnte auch Melone sein. Sieht nämlich genauso aus. Ja, es könnte auch eine Melone sein, aber du hast zum Glück keine Melone gefunden.
Ja, Entschuldigung für die Desorientierung wieder, wer kennt mich ja mittlerweile. Ja, das macht es nicht besser. Der hat ihr auch nicht behauptet. Hier ist keine Kartoffel, hier ist keine. Zumindest sehe ich keine. Ist da hinten das Weizen? Ich hab den eingepflanzt. Anscheinend nicht. Ich hab die Eier vergessen reinzukriegen. Ach ja, dann kommen wir mal da. So. Können wir dann los oder willst du jetzt doch noch erst noch den Kürbis pflanzen? Warte, ich will erst noch gucken, ob das wirklich der Kürbis war. Echt nicht sicher. Das war kein Kürbis. Wo hast du geguckt, ob es da war? Ich war gerade da, ja. Ich habe die Kartoffel abgefarmt, die gerade fertig war. Ich sehe hier keinen Kürbis. Kürbis ist eine einzelne Pflanze. Kein Viereck. Oder kein sonstig. Nein, das ist hinten das Weizen. Du hast keine angepflanzt. Wo ist denn der denn hin? Ah, nee, du hast den Kürbis noch. Ich hab nichts im Inventar. Du hast letztes Mal einen Kürbis gefunden, als du bei den Kühen warst. Angepflanzt. Wahrscheinlich rennen wir jetzt hier einfach umsonst durch die Gegend und finden den einfach nicht. Die Kürbisse. Was ist denn Dings? Der Wolle. Wo ist er denn? Oh, warte, ich glaube, ich weiß nicht, wo du das jetzt hast. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich da war, aber. Nein, hier nicht. Okay, dann habe ich doch keine Ahnung. Du musst ihn irgendwo ins Wasser gesetzt haben. Um Gottes Willen. Habe ich wirklich einen Kürbis? Oh Gott, das ist schon so lange her, als ich da auf Erkundungstour war. Also bei den Rindern war 100 Pfund Kürbis dabei. Hier nicht, hier überall nicht. Nein, hier hinten nicht. Kann ich nicht sein, dass wir jetzt einfach voll dumm sind und einfach alles übersehen. Aber ich finde nicht. War aber doch definitiv auf dem Ding, wo du den Kürbis gefunden hast. Ich hab's doch gesehen, den Part. Im Echtes hab ich keine Ahnung jetzt gerade. Ich habe auch kein Inventar. Mein Inventar ist fast leer. Da ist er doch. Ich brauch Kartoffeln. Was sind denn die Sachen hier? Von denen. Nein, nein. Alter, das gibt's doch nicht. Weil normalerweise müssen wir aus dem Kürbis auf 4 Setzlinge bekommen. Okay, ich habe einen Kürbis gefunden. Wo ist er? In der Truhe gewesen. Ja, gib her. Ja, wir sind locker. Das war die große Truhe direkt neben der Workbench, ne? Okay, gib. Gut. Oh, ich hab eine giftige Kartoffel, was macht man damit? Wegwerfen. Keine Tränke. Können wir die nicht wieder einpflanzen? Nein. Und du hast das kaputt gemacht, Mongo. Oh. Du darfst da nicht springen und darfst dich da nicht drauffallen lassen. Ich wollte doch nicht springen. Du sollst dich auch nicht drauffallen lassen. War keine Absicht. Du hast das eben schon wieder gemacht. Nein. Doch. Ich hab's aufgenommen. Willst du mir irgendwas erzählen? Ja. Könntest du dich wenigstens. Was machst du? Achso. Wachsen jetzt da schön hin, wo du stehst. Schauen wir mal, ob das tatsächlich funktioniert. Doch, das funktioniert, ja. Ah, ich will jetzt erstmal hier so. So, jetzt müssen wir warten. Jetzt können wir auch mal in die Hölle gehen. Jetzt können wir auch in die Hölle gehen. War jetzt auch lang genug. Wieder repariert? Wie hast du das so schon repariert? Ich hab mir das Ding geholt. Ah. Warte, jetzt ärgern wir gleich noch Nappen. Nein. Doch. So denn? Einfach so. Wow. Also, das war das Grausamste, was du mir angetan hast, Alter. Damit hast du einfach nicht gerechnet. Doch, eigentlich. Eigentlich gar nicht. Sag dir jetzt einfach nur damit, dass es mir schlecht redet. Nicht damit gerechnet. Oh, Pascal, du hast mich so fertig gemacht. Siehst du? Komm jetzt. On my way, man. Eat it.
Stimmt, auch wieder wahr. Ich muss nämlich noch eine Zeit ablegen. Oh Gott. Da habe ich eine Angel im Wetter dabei, Leute, das macht nicht mal Sinn. Leute, plant mit Napo immer eine Viertelstunde länger ein. Weil allein die erste Folge, die wir jetzt schon hier machen, ist fast nur auf Napo warten. Und Kürbis suchen. Ich kann das erklären. Ja, der Kürbis, der war ja aber auch fies versteckt, Mann. Siehst du gerade nach mir? Nein. Nicht mehr, weil ich gerade gemerkt habe, dass ich nur 10 Pfeile habe. Doch. Bist du so schnell darüber gekommen? Lass mal eine Brücke dahin bauen. Ich bin 10 Minuten vor dir hier rübergelaufen. Das halte ich für ein Gerücht. Was heißt denn von der Brücke aus dem Netterstein? Das ist voll cool. Dachte ich mir, finde ich gut. So. Oh, ich höre schon Klammer und Gast. Ey, unser Schutzwall steht noch, geiler Scheiß. Ja, die bauen den ja nicht ab, wenn wir hier sind. Das weiß man nie bei den Viechern. Das weiß man ganz sicher, weil die Cobblestone auch nicht wegspringen können. Ja? Das sind keine Creeper. Explosionen, das sind andere. Oh, da schießt er schon. Da ist er. Oh, der hat gerade direkt vor meinem Gesicht vorbeigeschossen, Mann. Ich schau kurz die Gasträne, weil ich glaube, da hat eine fallen lassen. Ich glaube, die lassen sogar fast immer eine fallen. Pascal, ich wäre fast ins Loch gefallen. Ja, dann passt besser auf. Schon sei. Ich bin schon wieder unten. Ja, aber ich will das Quarz hier haben, oder sollen wir kein Quarz mehr abbauen? Doch, kannst du machen zum Level vor allem. Ich mache hier mal das Loch zu. Oh, hier ist wieder Seelensand interessant. Damit es aus Napo sicher ist. Ja, das ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ich wäre eh nicht runtergefallen, das glaubt mir keiner. Nein, vor allem glaube ich dir das nicht und das ist wohl das Wichtigste daran. Ja, also okay, es ist dir egal, aber. Richtig. Du weißt, dass ich recht habe. Eine Frage, wollen wir eigentlich ganz später das stärkste Minecraft-Monster beschwören, das es gibt? Du meinst den Witter? Ja. Aber dann im Nether, nicht im Ding. Im Nether, ich weiß gar nicht, ob du es im Nether. Kannst du es im Nether überhaupt beschwören? Im Creative-Modus, ja. Ich weiß nicht, ich hab das im echten Sinne noch nie selbst beschwört, außer vom Kreativmodus. Auch nicht. Aber ich fände das so als ganz letztes wäre das doch mal eine Idee, ne? Ja gut, aber das ist ja dann sowieso noch ewig hin. Und wir können es auch einfach dort spawnen, wo wir sowieso nicht hingehen, also so 1000 Blöcke weit entfernt oder so. Oder was ich mir überlegt habe, wir könnten einfach Obsidian nehmen, also so einen Käfig quasi bauen und den dann da spawnen lassen. Tut mir leid, der kann Blöcke. Warte, ich weiß gar nicht, ob der Blöcke durchfliegen kann. Da kannst du gegen Blöcke schubsen, der macht die dann zwar kaputt, aber. Ich weiß nicht, ob er Obsidian kaputt machen kann. Das weiß ich nicht, deswegen würde ich aber Obsidian nehmen. Das ist das Sicherste. Ja, vor allem gegen die Explosion, die der am Anfang macht. Ja, vor allem macht der Witterschaden. Das ist das Eklige an dem. Ja, auch nicht Witter oder so, ne? Das ist jetzt Quatsch. Ey, wieso jetzt brennen die Zombie-Pigmen nicht? Weil die OP sind. Warte mal kurz, ich esse was. Yay, okay, komm wieder. So, da ist die Netherfestung. Ja, da ist die Netherfestung, ich guck grad. Ja, weil wir müssen nämlich an den Teil da hinten dran kommen. Wenn du doch einfach bist. Ja, und weg ist er wieder. Ah, da hinten. Können wir uns jetzt einfach reingraben? Ist egal, von wo wir reingehen, oder? Ja, natürlich ist das egal, aber ich sag's mal so, da unten ist ein Lavasee. Effizienteste, hätten wir noch Sachen mitgenommen, hätten wir uns jetzt darüber bauen können mit Cobblestone. Aber ich höre hier auch schon wieder so ein Gas, das könnte ich nicht. Ja, wenn du einen dann so runterschubst. Ja, richtig. Wollen wir uns eigentlich mal Just for the Lols da nach oben bauen und den ganzen Cluster nehmen? Ich meine, hier ist ziemlich viel. Kommst du da hin irgendwie? Dort habe ich zu viel Material. Bewegung. Ich weiß noch nicht von wo. Ach, von oben. Au! Das habe ich erstmal vor langem angefangen. Ich habe zurückgeschossen, aber ich habe nicht getroffen. Tötest mich fast damit hinter uns. Und Feuer. Ein Stückchen zu tief. Will ich lenke die Akku auf mich. Komm her, Gast, komm her. Gast. Ey, da hinten ist ein Magma-Schleim. Napo, stopp. Dort geht's abwärts, ne? Aber da hinten war ein Magma-Schleim. Ich weiß, siehst du irgendwie einen Weg, wie wir da rüberkommen, ohne dass wir jetzt darüber bauen können müssen?
Warum bauen wir jetzt nicht darüber jetzt genug Netherstein? Guck mal, wie ich mal den abbauen kann. Ja, das ist schon klar, aber der Netherstein wird von den Gas weggesprengt. Und wenn wir draufstehen, ist das scheiße. Wie nachdem wie schnell du zurück zum Ding kommst, zu unserem Tor, da ist noch Kabel, oder da sind noch Steine in der Tor. Ja, ich weiß. Aber ich guck gerade. Wenn wir da unten rumlaufen, ja, dann nicht im Feuer stehen. Geh ich wieder aus? Werden wir sehen. Wenn du drauf gehst, stell ich bitte weg von der Klippe, wenn du brennst, weil. Ich weiß, wie wir in die Festung kommen. Ich weiß, wie in die Festung kommen, komm mit. Okay, Moment. Bin hinter dir. Ja, ich wollte nur noch ein bisschen Steine mitnehmen. Wir müssen jetzt hier runter. Ja, okay, falscher Weg. Hier runter. Ja, hier ist ja noch. Hier war noch Quarz, jetzt ist es weg, egal. Zack. Und dann hier runter. Warte, wo bist denn du jetzt runter? Napo. Guck mal unter dich. Lauf hier entlang. Nein, nicht springen. Da rum. Und dann da runter. Greif mich nicht an, wenn ich die nicht hau. Nein, die greifen dich nicht an. Die machen dir gar nichts. Die grunzen bloß. Mach mal. Oh oh. Ich will jetzt aber nicht, weil ich ihn runtergeschubst habe, oder? Nein. Du müsstest ihn schlagen. Das heißt, ich kann die zu Tode schubsen? Könntest du. Die arg stark? Ja. Stärker als Zombies? Ja, zumal sie ein Schwert haben. Oh, Zombies haben auch als ein Schwert. Ja, deswegen machen Zombie mit Schwert macht mehr Schaden wie ein Zombie ohne Schwert. Oh, das ist wieder Quarz. Hihi. Ja, ist überall Quarz. Soll was mitnehmen? Ich nehm's immer mit. Vielleicht muss ich erstmal was essen. Ja, das habe ich vorhin spätestens machen müssen, als ich gebrannt habe. Ja, das stimmt. Früher, ganz am Anfang, als ich Minecraft angefangen habe zu spielen, hat Essen das Leben direkt geheilt. Sehr genial. Damals gab's den Hunger nämlich noch nicht. Ach so, gut dann. Oh, die Quarzadern sind aber richtig groß in der da. Ja, ich weiß. Ungefähr teilweise Kohleader groß. Ja. Manchmal aber auch nur so wie Eisen oder Diamanten. Und dafür, dass die hier so stark vorkommen, geben die so viele Erfahrungspunkte. Problem, was ich halt nicht weiß, ist, wie man in etwa mit Quarz jetzt craftet. Das müsstest du, was ich mir erstmal noch zeigen, weil der. Wo bist denn du denn? Bei dir. Also, du bist hinter mir, ich hol mir gerade noch den Quarz hier in der Lava. Fall nicht in die Lava. Quatsch, jetzt würde ich hier mal zur Lava fahren. Der Webster hat auch schon gemeint, ah ja, das ist kein Problem, die Diamanten da und. Ist da reingefallen. Dann irgendwann ja, hilft mir und du kannst dir denken, was passiert, wenn du sagst, Napo, hilf mir, ich bin in der Lava. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Da fährst du mal im Kreis dran, dann so, boah, da ein Block hin, dann hab ich mal keinen Bock, dann mach ich schon tot. Oh, da hinten, den Glowstone können wir noch mitnehmen. Ja, den Glowstone kannst du mitnehmen, ich guck mal schon mal nach einem Weg, wie wir da hochkommen. Den Glowstone? So vielleicht? Ich meinte auf die Festung gebogen. Ich weiß doch. Ja, klar. Nicht mehr, kann ich den noch so abbauen oder muss ich den mit einer Hacke abbauen? Den musst du mit einer Spitzhacke abbauen. Geht zumindest schneller. Ich weiß nicht, ob mit Hack geht's glaube ich auch, aber das dauert halt ewig. Gefühlt. Irgendwo ist ja noch ein Gas, ne? Ja, ich weiß, ich höre den. Aber kann man aus Glowstone nicht diese schönen Laternen bauen? Die gehen nicht so dumm aussehen wie die Fackeln. Ja. Cool. Kannst du noch was daraus machen? Du kannst mit dem Staub, den du da rausbekommst, kannst du auch Tränke brauen. Hm. Oh, jetzt ist es hier dunkel. Hätte das gedacht, wenn du das Licht abbaust, Napo. Also im Ernst. Manchmal ernsthaft. Ja, da manchmal. Noch, ne? Oh. Hinter dir. Hinter dir zwei Blöcke hoch. Ja. Wow, die zwei. Jetzt hier. Wo hoch jetzt? Da, wo du lang gelaufen bist gerade. Kann ich mich einfach da hochbauen? Nein. Weil es dafür jetzt einen besseren Weg gibt, komm. Hier die Treppe, die ich gerade gemacht habe. Hype Zombie Pigman. Back Zombie Pigman. Zombie Pigman, da gehe ich jetzt hoch, verpiss dich. Oh. Warte. So. Wie gesagt, plant mit Navo mehr Zeit ein. Da war Lava, das war voll gefährlich. Das hier ist gefährlich. Weil hier runterzufallen ist ekelhaft. Oh. Ja.
Oh, hier ist irgendwo ein Gas, oder? Ja, ich sehe. Bleib unten. Oh, da treffe ich mich fast. Ich hab ihn. Das Ding fliegt um mich drüber. Perfekt. Du kannst. Hier ist noch Gas. Yay! So, jetzt gehen wir da drüben hoch. So, wo ist der Gas gerade gestorben? Da ist er gestorben. Da, wo bist du jetzt hin mittlerweile? Warte, ich komm wieder. Ich wollte nur schnell, bevor die Sachen die spawnen. Gerade kurz die Sachen. Oh nein, ich höre schon diese Blaze Rods. Also diese Blaze wieder. Ja genau, den Berg, wo du hochkletterst, einfach hoch. So. Wovon hängt das eigentlich ab, ob du deine Sachen hochlädst oder nicht? Wie die Qualität ist, wie die Leistung aussieht, was bei mir passiert, was bei dir passiert. Ach so, okay. Aber ich denke schon, dass ich mal den einen Part werde ich mit Sicherheit hochladen, aber das Problem ist, ich glaube nicht, dass ich diese riesigen Parts schneiden kann. Das ist ja auch noch die Sache. Ach so, weil dein Ding sonst wieder abschmiert. Jo. Oh, hörst du das auch? Ja, ich höre die Blazes. Ja, und weißt du, wo die sind? Da, wo du sie eingesperrt hast? Nein, direkt unter uns. Wir waren hier noch nicht nach oben. Ich? Nein.